Ja, in diesem Video geht es darum, wie man eine komplexe Zahl, die in Normalform gegeben ist, in die trigonometrische Form, das ist diese hier, umwandelt. Gut, gegeben ist also der Realteil a, den habe ich mal hier eingezeichnet, und der Imaginärteil b, das ist dieser hier. Was ist gesucht? Gesucht ist r, der Betrag, das ist diese Linie hier, und der Winkel phi, den habe ich mal hier eingezeichnet. Ja, wir wollen also R und Phi bestimmen. Wir fangen an mit R, weil R ist leichter zu bestimmen. Und dann machen wir folgenden Ansatz. Das hier ist ja ein rechtwinkliges Dreieck. Das hier ist der rechte Winkel. Und im rechtwinkligen Dreiecken gilt der Satz des Pythagoras gleich, der lautet, die Summe der Kathetenquadrate ist gleich dem Quadrat der Hypotenuse. Also a Quadrat plus b Quadrat gleich R Quadrat. Das schreibe ich mal hin. R Quadrat ist a Quadrat plus b Quadrat. Das ist der Satz des Pythagoras. So, um jetzt R zu berechnen, also ich suche ja R, muss ich R isolieren, allein auf eine Seite, und dazu muss ich beide Seiten radizieren. Dann kommt daraus R gleich Wurzel aus a Quadrat plus b Quadrat. Das ist die Formel, mit der man den Betrag berechnet. Ja, wir wollen jetzt mal ein konkretes Beispiel berechnen. Nehmen wir mal an, es ist eine komplexe Zahl in Normalform gegeben, die heißt z gleich 3 plus 4i. Ja, das heißt also, a ist gleich 3, der Realteil, und der Imaginärteil ist gleich 4, b ist gleich 4. Gut, da müssen wir also nur diese Formel hier anwenden. Da steht dann r gleich Wurzel aus, jetzt kommt a Quadrat, also das ist a, das ist b. A Quadrat wären dann 3 Quadrat plus b Quadrat, b wären 4, b zum Quadrat. So, das können wir im Kopf ausrechnen. Dann steht da 3 Quadrat, das ist 9, 4 Quadrat ist 16. Und auch das kann man im Kopf ausrechnen. 9 plus 16 ist 25. Und dann erhalten wir das Ergebnis 5. Der Betrag r des Vektors ist also gleich 5. Ja, damit haben wir schon mal r berechnet. Jetzt müsste man nur noch phi ausrechnen. Das machen wir in einem extra Video, weil das ist etwas komplizierter.